Ja, in diesem Forum geht es in erster Linie mal darum, dass Heimat ja auch Natur ist und die Grünen ja ganz wesentlich angetreten sind für den Umweltschutz und der Naturschutz, zumindest damals in den 70er, 80er Jahre, sich gesehen hat als ein Teil des Umweltschutzes, dass dann aber auch zunehmend Konflikte entstanden sind. Zunächst mal der alte Konflikt bei der Wasserkraft. Wasserkraft ist ja emissionsfreie Energieerzeugung, aber deshalb keineswegs umweltverträglich, sondern es ist eben die Frage, wenn man es zugespitzt formuliert, wollen wir jetzt für den Klimaschutz den letzten Bach verbauen. Also der derzeitige bayerische Umweltminister hat ja das Ziel, von 15% auf 17% Wasserkraftanteil an der Stromerzeugung zu kommen. Und das würde das Aus für einen Teil der letzten Freifließstrecken bedeuten. Also wir sind da einfach in einem Bereich drin, wo wir nur noch ganz wenig naturnahe Flussstrecken haben. Meistens auch nur noch dort, wo sich Leute in der Vergangenheit eingesetzt haben. Also Lech und Inn sind einfach Stauwerkketten geworden. Dagegen hat die Isar davon profitiert, dass es eben doch der Fluss der Münchner ist. Und von daher, die Schutzgemeinschaft Rettet Isar jetzt oder eben Initiativen wie die, in der ich selber in den 90er Jahren tätig war, die Initiative Mühltal oder dann eben die Isar-Allianz dafür gesorgt haben, dass erstens nicht alles verbaut wird und zweitens in den Teilen, die verbaut wurden, auch Renaturierungsmaßnahmen in Gang kamen. Also wir haben es zum Beispiel eben geschafft damals und ich glaube, wir würden das heute angesichts des Drucks der sogenannten umweltfreundlichen Wasserkraft nicht mehr schaffen. Wir haben es damals geschafft, 5 Millionen für das Wiederherausnehmen von Verbauungen zu bekommen. Und das natürlich um den Preis, dass das Kraftwerk Mühltal weniger Wasser zur Verfügung hat. Wir brauchten dann eben mehr sogenanntes Restwasser. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, und darum wird es in dem Workshop gehen, aber nicht nur am Beispiel der Wasserkraft, sondern natürlich auch der Windkraft. Vielleicht auch mancher zukünftigen, also eher noch Zukunftsversionen, Bioenergie, Solar, was wollen wir uns da an zusätzlicher Verbauung der Landschaft leisten? Weil eben Heimat unter anderem auch damit zu tun hat, überhaupt noch Natur als freies Spiel zu erleben. Und es ist natürlich ohnehin schon viel zugebaut, eben durch Gewerbegebiete und Tourismus. Und wenn wir jetzt auch noch anfangen, ökologisch zuzubauen, ja, kann man natürlich sagen, das war sinnvoller als der fünfte Lidl im Gewerbegebiet. Ja, aber es setzt halt real gesehen da nochmal drauf. Und das ist ein Konflikt. Und mit diesem Konflikt wollen wir da reden.